Ja, dann wollen wir uns mal das Beispiel HalloPack, also die Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe einfacher digitaler Signale anschauen. Oder ich erinnere nochmal daran, wir haben das Pack-Framework, also ein Projekt angelegt mit dem Pack-Framework als Vorlage, haben ein neues Diagramm angelegt und in dem neuen Diagramm haben wir entsprechend ein Grundgerüst mit dem spezifischen Paket für die ATmega AVRs eingefügt. Und es geht jetzt daran, die rote LED, die hier, ja, die soll erstmal blinken. Und dann wollen wir mit dem Taster hier das nochmal sozusagen steuern. Und nur wenn der Taster gedrückt ist im zweiten Schritt, soll die LED blinken. Die Verkabelung ist schon hergestellt, alles gut. Wir brauchen jetzt bloß noch das Softwaremodell dazu erstellen und den entsprechenden Quellcode eingeben. Erster Schritt ist, ich lege eine Klasse an. Ich nehme diese Klasse rote LED. Wir achten darauf, Klassennamen, Klassen sind Typen, groß geschrieben. Und ich aggregiere diese Klasse, indem ich eine Verbindung vom Controller zur neuen Klasse herstelle, und zwar vom Controller zur neuen Klasse. Da ziehe ich einfach von diesem roten Verteiler unten eine Linie weg. Ja, ich will eine Aggregation. Er trägt mir den Rollenbezeichner hier schon automatisch ein. Den kann ich auch von Hand verändern. Ja, kein Problem. Aber wer geschickte Namen wählt, kriegt hier auch schon schicke Instanznamen dann für das Attribut. Gut, da haben wir das. So soll es aussehen. Ja. Als nächstes suchen wir entsprechende Templates. Ja, wir haben uns für die Template-Vorgehensweise entschieden und wir suchen entsprechende Templates, um jetzt die LED zu realisieren. Dann gehe ich hier in den Explorer und sage, ich suche Pin Out. Brauche ich nicht mehr vollständig machen. Hier habe ich schon einige Pin Out. Das hier, Pack Pin Output, das wäre das Template. Realisierung, okay. Ja, da sieht das so aus. Das hier ist eine Klasse. Das ist das Template. Ja. Und hier sehen wir auch, Pack deutet darauf hin, dass dieses Template sozusagen völlig portabel ist und eigentlich nur das Interface festlegt, wie die Klasse auszusehen hat. Da müssen wir noch den Pin festlegen. Das war Pin B. Schauen wir mal. Ja, hier haben wir die Pinliste. Pin B0 wäre das. Wir binden das an unsere Realisierungsklasse an und schon haben wir alles festgelegt und die gesamte Funktionalität sozusagen eigentlich schon zugewiesen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier zu sagen, okay, blinke mal. Das wäre also rote LED, da ist es schon. Punkt. Dann nehmen wir Toggle. Und damit das auch zu sehen ist, müssen wir dem Auge ein bisschen Zeit geben. Also Wait MS. Von mir aus 200 Millisekunden. So, das wäre der Code. Und dann können wir auch schon sagen, rüber damit auf unser Board. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, blinkt die jetzt gleich. Zack, und sie blinkt. Sehr schön. So, der zweite Schritt wäre, das noch abhängig zu machen von der Tastatureingabe. Von der Tasteneingabe. Also wenn wir hier noch, legen wir uns nochmal eine neue Klasse an, das wäre Taste, groß geschrieben. Und wir aggregieren das Ganze hier. Ah, Taste, sehr schön. Oh, da müssen wir noch sagen, was es ist. Es ist ein Input. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ja, und da haben wir schon alles, was so Input ist. Und wir sehen hier oben schon, da, das ist es eigentlich, was wir brauchen. Das realisieren wir. Wir wissen, der Taster zieht nach Low. Wir müssen das sozusagen mit einem Pull-up versehen. Also sagen wir Pull. Mal sehen, was er uns bietet. Er bietet uns ein Pin-Pull-up. Welchen nehmen wir da? Pack-GPIO. Pack-GPIO, den nehmen wir aus demselben Paket. Das werden wahrscheinlich beide funktionieren, aber ich nehme sie beide mal aus demselben Paket. So. Und dann müssen wir noch den konkreten Pin zuweisen. Das wäre Pin D.
dort haben wir auch schon Pin D2. Sehr schön. Und wir haben die Konfiguration komplett. Jetzt müssen wir bloß noch die Logik ergänzen. Das wäre hier. Und also if Taste.getState und der zieht nach Low, also ist gleich 0. Und dann soll die LED blinken. Und ansonsten wollen wir, dass er aus ist. Und ansonsten, im Sonstfall wollen wir rote LED. So, schauen wir mal. Gut, ich ziehe das mal ein bisschen größer hier. Das sieht ja, hier auch schön das Sequenzdiagramm dazu. Ja, das wäre jetzt das Modell und wir schießen das auf den Controller und gucken mal, ob es geht. Zip, zip, zip. Und tatsächlich, ja, es blinkt die LED nur so ausgegeben ist. Also entsprechend dieser Logik, wenn Taste gedrückt, LED Toggle, ansonsten mach's aus.